Moin Leute, hier zurück bei Starfield mit das geschmiedete Vermächtnis. Ja, UC-Mission vom Feinsten hier. Also United Colonies Mission werden jetzt komplett durchgeballert. Genau. Und Kaiser, ich bin immer noch meine, heißt Kaiser. Der Roboter hier hat die Proben alle verwahrt. Wir gehen jetzt direkt los und reisen sofort los. Und zwar reisen wir jetzt zu dem General, der hier alles Schrott gemacht hat. Hier auf diesem Planeten, dieser Stadt hier, wo die Terrormorphs herrschen jetzt. Reise. Los geht's. Wird nicht lang gefackelt, da wird direkt gereist. Level 28 nach 20 Stunden Spielzeit ist okay, würde ich sagen. Hauptstory, wie gesagt, habe ich ja durchgespielt. Sternblüter bin ich ja schon, wie gesehen, hier. Das Sternblüter-Schiff habe ich ja schon. Man verliert aber, wie gesagt, alles an Gegenständen, wenn man sich für die Sternblüter entscheidet. Dann hat man sofort nichts mehr im Inventar. Man hat nur noch dann das Upgrade mit dem hier mit dem Anzug, ja, dass man halt den Anzug hat komplett. Den Sternblüter-Anzug komplett einmal. Und dann halt das Schiff. Aber sonst gibt es auch nicht so viel Neues. Ja, aber es reicht ja schon, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Müssen wir noch gegen Terrormorphs die entweder die Arcelis-Kreaturen bauen da oder so ein Mikroorganismus, damit die Terrormorphs alle vernichtet werden. Nicht, dass sie hier nochmal im Atlantis angreifen, das wäre nämlich ein bisschen schlecht. Aber wir wollen gleich mal rauskriegen, was Fae Victus damit zu tun hat. Oben muss ich, okay. Hätte ich denn hier auch mit dem Fahrstuhl fahren können? Naja. Ein Jetpack, ne? Der rettet mich immer. Nee, guck mal. Das ist doch falsch angegeben. Das ist doch wieder komisch, oder? Das ist ab und zu die Wegfindung. Das ist ab und zu ein bisschen doof. Na gut, hätte vielleicht vorher F drücken können. Naja, verkackt. So, hier haben sie ihn ja versteckt. Gespannt, ob er ausbricht oder so. Oder ob ich hier gleich angeschossen werde oder irgendwas. Irgendwas kommt da gleich. Das weiß ich doch jetzt schon. So, da ist dann nämlich der Halunke. Welch angenehme Überraschung. Als ich hörte, dass du und Hadrian ausgerechnet nach Londinion wolltet, nahm ich an, ihr werdet was Großem auf der Spur. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Dann ist ja gut. Also, was macht ihr hier genau? Die Terrormorphs sind doch noch lange nicht besiegt, oder? Als Abnutzen, genau. Habt ihr das? Nun, ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Anbetracht des nervösen Zustands des Kabinetts, könnte es in derartigen Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe? Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Spar die Lügen, spar dir die Lügen, gestehe oder leite meinen Fund weiter. Du bist viel schlauer, als ich dachte. Ich soll es also aussprechen für dich. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis. Meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt. Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde. Wie zeigt man den UC am besten, welche mächtige Waffe die Laserpflanze ist, indem man sie einsetzt, ja. Kein schlechter Gedanke, aber nein. Was? Die Angriffe
waren eine Korrektur. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terramorphs wurde verhindert und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Bitte, kein Geheimnis ist so gefährlich, dass man so viele Tote damit richtigen kann. Das sagt sich jetzt leicht. Aber damals wusste ich nicht, dass man die Lazarus-Pflanze nicht pflücken kann, um noch mehr Unheil mit ihr anzurichten. Ich wollte einen ohnehin katastrophalen Krieg nicht noch um eine gefährliche Variable erweitern. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung. Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein, wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden, dir. Du hast also UC-Bürger umgebracht, weil deine Ehre angeknackst war. Du bist doch krank. Ich bin also nur ein Aufräumteam. Du hältst dich wohl für äußerst schlau. Tja. Ohne Schurken keine Helden. Ich habe uns nur die Gelegenheit geboten, das eine zu überwinden und zum anderen zu werden. Und wir haben alle profitiert. Deswegen habe ich Kaisa von Orlais umprogrammieren lassen, dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen? Muss ich auch noch kaufen übrigens. Sie würden mich dafür ehren, dass ich deine Fehler ausbügle. Du wirst nur geehrt, weil ich die Situationen arrangiert habe, die das ermöglichen. Sei dankbar. Und vergessen wir nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terramorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern? Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orlaises Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orlais allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen. Tja, ist die Frage jetzt, ne? Verrate ich ihn oder nicht? Ich hoffe, du hast die Unterhaltung genossen, wenn ich mit dem König rede. War es dein Letzte? Ich weiß nicht genau, was ich dem Kabinett sagen werde. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, ich hoffe, du behältst das große Ganze im Kopf, Captain. Wir haben hier etwas Großes getan. Wir sollten die Chance ergreifen und noch eins draufsetzen. Ja, ich würde mal überlegen, was ich mache, weil es beides irgendwie uncool, weil wenn ich ihn verrate, verrate ich auch gleichzeitig seine Tochter mehr oder weniger, dann fällt die auch wieder in Ungnade, bin ich der Meinung. Das alles, was geschehen ist, ist eh nicht rückgängig zu machen, sind schon alle gestorben. Ist die Frage, was er wirklich vorhat, ob er wirklich irgendwie alle stürzen will, mit den Terramorphs.
Ist schwierig, wie gesagt. Ist schwierig, ist schwierig. Ist schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig. Das ist echt gerade nicht so einfach. Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Acelis sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Hat dir mein Vater erzählt, was er über die Lazaruspflanze weiß? Ich wusste es. Die Aufzeichnung ließ keine Fragen offen. Warum? Hat er einen Grund genannt? Ja, er meinte, er wollte den Namen Sonne und reinwaschen, wollte dich und ihn zu Helden machen. Ja, gut. Es ist krank zu glauben, dass irgendetwas dem Namen Sanon mehr geschadet hat als er. Naja, sobald wir das Kabinett informiert haben, können sie dafür sorgen, dass er so etwas nicht wiederholt. Das hat er auch bestimmt. Aber er hat Dutzende Menschen getötet. Und ich lasse ihn mit so etwas nicht davonkommen. Das beantwortet wohl unsere letzte Frage. Jetzt müssen wir nur noch rein und herausfinden, was das Kabinett von der Sache hält. Außer es gibt noch was zu besprechen. Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terramorphs mitredet. Dann mal. Also ich werde ihn wohl verraten, weil wir haben das Mitteljahr und so, und ich glaube auch, dass das Kabinett das sowieso weiß und das Kabinett wahrscheinlich dann sagt, ja, egal, wussten wir sowieso. Bleibt er halt als Strafe weiter hinten unten im Gefängnis. Aber mal gucken. Willkommen zurück. Ich wünschte, wir hätten einen erfreulicheren Anlass für unser Treffen. Aber laut Hadrians Report und dem zweiten soeben erhaltenen war der Terramorph-Angriff auf New Atlantis kein zufälliges Ereignis, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Stimmt das, was ich hier lese? Ja, stimmt. Mein Gott. Ein Angriff mit Terramorphs? Wie ist das möglich? Wenn wir hier fertig sind, werdet ihr alle vollständig gebrieft. Dann stimmt das, was im zweiten Bericht steht? Hat Reginald Orlais diese Angriffe verübt, Captain? Orlais? Ich mach das Erste. Dieser Bericht stimmt nicht ganz. Orlais hat geholfen, aber Vevictus hat die Angriffe organisiert. Es stimmt. Ich habe die Aufzeichnung gehört. Mal gucken, was sie sagen. Mein Vater hat entdeckt, wie man Terramorphs als Waffen nutzen kann. Er hat was? Das ist unmöglich. Er hat nicht den Zugang, Er hat seinen eigenen Zugang gemacht, Sarkin. Madam, ich habe schon vor Jahren gewarnt, dass es in einer Tragödie enden würde, wenn wir uns nicht um den Mann kümmern. Genug! Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass es sich bei dem soeben Gesagten um ein ausgesprochenes Staatsgeheimnis handelt. Diese Information bleibt in diesem Raum. Du bringst dir eine brisante Anschuldigung vor, wenn man bedenkt, dass François Sanon schon fast 2 Jahrzehnte lang in Gewahrsam ist. Gibt es Beweise für die Anschuldigung? Natürlich. Er hat sich einfach verwandelt. Terramorphs aus dem Nichts. Unsichtbare Waffen. Kein Planet wäre sicher. Der Himmel sei uns gnädig. Ist er das? Ich würde diese Stimme überall erkennen. Das ist François. Er wusste, wozu sie fähig waren. Und schwieg still. Er ist ganz einfach ein Soziopath, Ma'am. Officer, lass dir die Aufzeichnung geben. Jawohl, Ma'am. Ich bitte um Verzeihung, Captain. Natürlich werden wir eine umfassende Ermittlung starten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wobei der Admiral bestimmt mit allem herausrückt, was er zu dem Thema weiß, wenn er mit dieser Aufzeichnung konfrontiert wird.
Minister Yassin, kannst du dafür sorgen, dass der Admiral von einem deiner Leute verhört wird? Ich kümmere mich unverzüglich darum. Gut. Zusammen mit den anderen Dingen, die du ans Tageslicht gebracht hast. Naja, die United Colonies stehen tief in deiner Schuld. Wir haben die Bürger der Colonies im Stich gelassen, hätten uns früher um Vervictis kümmern müssen. Ich werde diesen Fehler wieder gut machen. Okay. Gut, eine Welt ohne Vervictis ist eine bessere Welt. Aha. Was auch immer das Kabinett für die richtige Entscheidung hält. So. Es ist längst überfällig. Da wir jetzt den Schuldigen entlarvt haben, können wir uns anderen Dingen zuwenden. Aufgrund der heute erstellten Zusammenhänge, der Lazarus-Pflanze, der Angriffe und der Thermoparasiten. Ihr drei habt wahrscheinlich tausende Leben gerettet. Aber jetzt muss das Kabinett dafür sorgen, dass sich der Vorfall nie mehr wiederholt. Deshalb wird das Kabinett die Lazarus-Pflanze in Londinion sichern. Alle mit der Pflanze in Zusammenhang stehenden Materialien werden geheim gehalten, damit niemand ihre wahre Natur herausfindet. Das ist eine kluge Entscheidung. Naja, Ma'am, ich finde, die anderen Fraktionen sollten beim Sichern der Pflanze auch eingebunden sein. Die Pflanze zu sichern reicht nicht, sie sollte vernichtet werden, genau. Wir sprechen bereits über die Vernichtung einer Spezies, Captain. Erkläre mir, warum du noch eine vernichten möchtest. Man wird schwer einen Angriff mit der Pflanze planen können, wenn es von ihr keine Spur gibt. Aha. Und sobald Vervictis keine Gefahr mehr ist, können wir den Fall schließen. Und dann können wir uns größeren Aufgaben zuwenden. Na gut, wir vernichten die Pflanze. Vielen Dank für den Vorschlag, Captain. Also dann, zum letzten Punkt. Das Kabinett befürwortet die Umsetzung eines Plans bezüglich der Terromorphs und nun auch der Thermoparasiten auf menschlichen Welten. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, in allen Häfen und Siedlungen der UC nach bislang unentdeckten Nestern zu suchen. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil der Lösung ist. Das ist ein langes und schwieriges Projekt. Zuallererst werden wir unsere genaue Vorgehensweise besprechen und entscheiden müssen. Madam, diese Mikrobe ist eindeutig ein zu großes Risiko. Die Azeles sind viel sicherer. Vielleicht für Personen, die keine fundierten Kenntnisse in Biologie haben. Die Technologie hinter der Mikrobe ist jedoch erprobt. Sie ist nicht gefährlich. Die Menschheit wäre am schnellsten sicher, wenn wir die Terromorphs mit ihr ausrotten. Und schnelle Ergebnisse sind immer auch die besten Ergebnisse, ja? Wie du sehen kannst, ist sich das Kabinett noch nicht einig. Wir haben gehofft, deine Gruppe könnte uns etwas empfehlen. Major? Wir hatten ein paar Diskussionen, aber wir sind uns nicht einig. Nur der Captain muss noch was dazu sagen. Verstehe. Captain, das ist zwar vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wir würden gerne wissen, was du von der Sache hältst. Also eine Kreatur vernichten, um eine andere größer zu machen, ist nicht keine gute Idee. Der Einsatz von euch ist am sichersten, das wäre meine Wahl. Nein, Terromorphs haben genug Schaden angerichtet, sie müssen schnell mit der Mikrobe vernichtet werden. Müssen wir denn sowas unternehmen? Das ist nicht genug. Also ich bin dann für die Mikrobe. Schön, dass du dich nicht vor etwas angewandter Genetik fürchtest. Die Forschungsdivision stimmt voll und ganz zu. Und Major Sanon? Dr. Walker, ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Oh oh. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Heute ist der erste Tag der Terromorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um drei Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Ja, vielen Dank, ja. Ihr habt es euch verdient. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker, ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen. Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können,
Und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. Okay. Meine große Frage ist jetzt, war das jetzt die Hauptstory? Ja. Das war jetzt die Hauptstory. Das Ding ist durch. Ja. Das war jetzt die Hauptstory der United Colonies. Das war die letzte Mission, meine Damen und Herren. Ja, also es war ja eigentlich nur Gesabbel. Naja, aber wir haben es auf jeden Fall gepackt. Ob das jetzt mit den Mikroben richtig war, wird sich noch wahrscheinlich noch zeigen. Mal gucken. Aktivitäten, sprich mit Commander Tuala, sprich mit Zoe im Immobilienbüro, sprich mit... Ja, können wir nochmal mit Tuala nochmal sprechen, ne? Würde ich sagen. Da haben wir doch die eben mal eben die UC-Mission komplett durchgeballert, oder? Na, wie sieht das aus? Das ist doch geil. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Eigentlich brauchen wir noch eine Wohnung und so. Also eigentlich nur ganz viel offen. Ich spiele aktuell immer nur die Missionen und dann war es das eigentlich auch schon. Mehr kann ich auch nicht machen, weil ich zeitlich auch nicht. Sieh mal einer an. Das ist mal was Neues. Ich hatte noch nie einen Bürger der Klasse 1 in meinen Reihen. Glückwunsch, Captain. Ich kann nichts dafür. Das hast du dir selbst zu verdanken. Ich habe schon einmal alle deine Klasse 1 Vorzüge aktiviert. Du bekommst ab sofort auf alle UC-Waren und Dienstleistungen einen Rabatt als Dank für deine Dienste. Geil. Und die Credits müssten genau jetzt auf deinem Konto sein. Aber um in dein Penthouse zu gelangen, musst du zum Immobilienbüro Aphelion. Die sollten dir Zugang gewähren können. Okay. Die oberste Etage wollte dir zeigen, wie sehr sie deine Arbeit zu schätzen weiß. Aber nachdem das alles geklärt ist, wird's Zeit für eine neue Mission. Es gibt normale Vanguard-Missionen, bei denen du deine Flugkünste nutzt, um den UC-Raum zu verteidigen. Du kannst aber auch der TMD helfen, Terrormorphs zu beseitigen. Okay. Ach, und Dr. Walker will, dass du mithilfst, biologische Proben zu sammeln, um Ausschau nach neuen Alien-Bedrohungen am Horizont zu halten. Ist eine dieser Missionen was für dich? Ich würde gerne auf Vanguard-Mission gehen. Ich habe bisher erst eine gemacht. Jo. Ah, ja, stimmt wohl. Aber das können wir ja jetzt beheben. Übermittlung an dich. Abgeschlossen. Ja, cool. Laut Bericht haben Schiffe an diesem Ort auf ein UC-Raumschiff gefeuert. Du bist autorisiert, tödliche Waffen einzusetzen. Oh ja. Die Angreifer gehören zur Ekliptik. Pack die großen Bomben aus. Mach uns stolz. Okay, machen wir dann auch. So, jetzt müssen wir kurz mal unser Penthouse noch holen. Alter, das ist hier viel, ey. Also es war wieder, das Spiel ist halt riesengroß, ne? Also, das ist schon krass. Die Frage ist natürlich, ob ich jetzt die Vanguard-Mission verfolge oder irgendeine neue anfange von einer anderen Fraktion. Das ist halt hier jetzt die große Frage, das weiß ich halt da noch nicht genau. Erstmal hole ich jetzt meine Immobilie ab. Sieh mal einer an, wenn das mal nicht das neueste Mitglied der Bürgerklasse 1 der UC ist. Du hast dir hier schon einen Namen gemacht. Tatsächlich möchte sich die Obrigkeit mit einer der schönsten Immobilien der Stadt für deinen aufopferungsvollen Dienst bedanken. Es ist ein erstklassiges Penthouse, ganz oben im Mercury Tower. Die beste Lage in New Atlantis, wenn du mich fragst. Was meinst du? Es dauert nur einen Moment, dir das Eigentum zu übertragen. Ja, jetzt. Wunderbar. Es wird dir gefallen. Ich finde, es ist eins der besten Apartments in der Stadt. In Ordnung. Alles erledigt. Dein neues Heim befindet sich im Mercury Tower. Im Wohndistrikt. Du wirst es lieben. Die Raumaufteilung ist wunderbar. Und die Aussicht einfach unschlagbar. Du besitzt nun eine Immobilie. Man sieht sich bestimmt in der Stadt. Yippie! Mal Apartment suchen. Natürlich! Baumaterialien wurden zum Schuss. Frachtraum. Was? Bitte standhalten.
Interessant. Ja, muss ich auch mal ein paar andere Sachen machen, nicht nur rumballern, ne? Auch mal seinen Schlafplatz mal organisieren hier. Das ist schon das Penthouse. Nein. Noch ein Tag, noch ein Credit. Ich als Sternbücher werde hier beschenkt, wie blöd. Haha. Alles hin und her gerennen nervt so ein bisschen ab, finde ich. Das hätten sie auch anders machen können. Aber gut, das gehört halt zum Spiel dazu. Zu ist halt der Tester, ne? Da ist halt der. So. Mercury Tower. Oh ja. Yeah. Das ist mein Penthouse, nichts drin. Oh. Das wird mobiliert. Mobiliert. Die Aussicht ist aber schon mal geil. Ist ja wieder Penthouse ganz, ganz oben, ne? Wie gesagt. Die Tür steht auch wieder offen. Oh, Klo. Haben wir hier. Haben sie noch die gleichen Klobrillen wie sonst auch im Klopapier? Hat sich nichts geändert in Jahrhunderten. Aha. Alter. Erstmal alles aufmachen. Vorratskammer? Nee. Noch ein Badezimmer. Ah, zwei Badezimmer. Ja, wie kann ich das denn jetzt hier einrichten? Ach hier, Waschmaschine wohl. Ja, wie kann ich hier sowas einrichten eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Tja, das weiß ich leider nicht. Aber wir haben das Penthouse auf jeden Fall gefunden. Das ist schon mal nett, oder? Aber ich weiß nicht, wie ich das einrichten soll. Also wie das funktioniert. Keine Ahnung, was ich hier drücken soll. Oder wie ich hier ins Menü reinkomme, wo ich das hier machen kann. Keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber was soll ich machen? Aber das ist zumindest mein Penthouse. Aber hier kann ich auch Sachen reinstellen. Das weiß ich auch. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wo das Baummenü ist. Ich weiß es leider nicht. Tja, da muss ich mir nochmal ein Video angucken. Aber wir haben es zumindest gekriegt. Jetzt. So, jetzt machen wir noch kurz die eine Venga-Mission hier, würde ich sagen. Nochmal schnell hier. Sichere Himmel. Das machen wir nochmal kurz. Reisen wir hin und ballern eine Runde rum und dann sind wir gleich wieder da. Ja, und dann muss ich mir immer über das überlegen, was ich noch mache. Mit dem Sternbücherschiff echt schnell gehen. Wie kann ich denn hier die anschießen und an Bord gehen? Wie geht das nochmal? Ah. Eigentlich nur rangehen. Ach, pass auf. Pech gehabt. Nein, fast nur verdrückt. Mann, nur. Ja, so erledigt. Ging ja fix. Meine ich die ganze falsche Knöpfe. Das ist ja doof. Zwischen den Sternen. Finden ein Artefakt auf dem Planeten Bismarck. Hä?
Das war's jetzt schon wieder. Ja, also zwischen den Sternen brauche ich nicht spielen, das habe ich schon alles gemacht. Ja, was ich dann im Endeffekt dann mache, weiß ich noch nicht genau, aber ich werde jetzt erstmal hier Pause machen. Aber wie gesagt, was ich dann mache und so, keine Ahnung, ey. Da muss ich echt nochmal schauen. Muss auch noch eine Station bauen, all sowas. Bin ich in United Colonies Fraktion. So, warte mal. Der Frosch, der nervt auch. So, sprich mit Barkeeperin, sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Habe ich auch schon gemacht eigentlich. Ja. Mann. Hörst du Bill nochmal sprechen vielleicht? Aber 100% wissen, was ich jetzt mache, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das muss ich nochmal gucken dann irgendwann. Aber ihr seid alle hier, weil ihr gut genug dafür seid. Hallo. Da bin ich mir halt noch nicht sicher. Also. Habe ich jetzt eigentlich wieder vollgeladen und Kram? Jo, bin voll. Bin voll. Das heißt, ich muss langsam was loswerden. Oh, da ist er ja. Dem Xenomorph. Cool. Wen haben wir denn da? Richtig gehört. Die Terrormorph-Angriffe haben die UC völlig überrascht. Das gefällt den hohen Tieren nicht. Deswegen sollen wir an vorderster Front des xenologischen Lebens patrouillieren. Informationen zu möglichen Alien-Bedrohungen sammeln. Also brauchen wir jemanden zum Aufspüren dieser Aliens und zum Proben nehmen. Und leider kann es nicht nur irgendeine Probe von diesen Tieren sein. Wir wollen hier ein umfassendes Bild erstellen. Dazu sind spezifische Zellen spezifischer Gattungen erforderlich, häufig von höchst unerfreulichen Kreaturen. Aber da der Umgang mit feindseligen Kreaturen dein Spezialgebiet ist, nun, ich dachte mir, wir könnten dich vielleicht dafür anheuern. Ja, klar. Freut mich zu hören. Es gibt aber noch einen Haken. Die UC sehen das als Job für eine Person. Aber ich habe sie überzeugt, dass fähige Unterstützung sinnvoll wäre. Wenn du also Interesse hast, sie erlauben dir, dass du Hadrian mitnimmst. Du wirst sie natürlich überzeugen müssen. Aber sie sollte sich nicht allzu sehr sträuben. Okay, das ist natürlich cool. Sie hätte sicher nichts dagegen, selber im Einsatz zu sein. Also schau doch bei ihr vorbei, bevor du aufbrichst. So, dann kommen wir mal zu den Details deines ersten Ziels. Hier, bitteschön. Du gehst hin, findest die Proben und bringst sie zurück zu mir. Ich schicke einen Techniker raus, der sie in Empfang nimmt. Du solltest die Biester vermutlich nicht töten müssen, um die nötigen Zellen zu sammeln. Wir gehen in der Forschung hier nicht ganz so weit wie bei den Terrormorphs. Jedes bisschen hilft dir schon. Geh einfach nah ran, kratze etwas ab und verschwinde unbemerkt. Schnapp sie dir und komm wieder zurück. Okay. Naja. Captain, wir haben uns beim Mast wohl verpasst. Ich wollte nur eben sagen, ich hätte nie geahnt, wo das alles hinführen würde. Aber jetzt, da ich es weiß, dass mein Vater wirklich das Monster ist, für das ich ihn gehalten habe. Naja, ich habe den Großteil meines Lebens mit der Suche nach der Wahrheit verbracht. Du hast sie mir gebracht. Das bedeutet mir viel. Ja, alles gut. Die besten Freunde schon. Weißt du, als wir da oben standen, habe ich mich gefragt, ob ich versuchen sollte, ihn noch einmal zu sehen. Aber ich kannte die Antwort, bevor ich den Gedanken zu Ende gedacht hatte. Nein.
Was hätte ich davon gehabt, ihn zur Rede zu stellen? Nichts. Er hätte mich nur daran erinnert, dass ich mich nie von ihm befreien kann. Ich würde nur zugeben, dass er immer noch Macht über mein Leben hat. Und ich kann zwar seine Rolle in der Vergangenheit nicht ändern, aber ich werde nicht zulassen, dass er meine Zukunft kontrolliert. Und dank unserer gemeinsamen Erlebnisse ist sie strahlender als je zuvor. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dir dafür bin. Sehr schön. Man kann wohl getrost behaupten, dass du unsere wildesten Träume übertroffen hast. Es war mir eine Ehre, Captain. Verstehe ich aber nicht. So, mein Husten nervt anscheinend. Hey, brauchst du was? Ja, dass du mitkommst. Okay, bin ganz... Ich skipp das mal eben. Unterstützung? Mit dir gehen? Ich ja auch. Du hast... Und wenn ich fällt... Wenn du wirklich... Ja, freut mich, dass du mitkommst. Das glaube ich auch. Danke für das Angebot. Verwalte deine Crew annehmen. So, jetzt haben wir sie auch. Vor dem Aufbruch muss ich noch mit Percival sprechen. Ich werde ihn ordentlich zusammenstauchen, weil... Bis später, Captain. Jojo. Oh, die Monoxinomorphs gefangen, okay. Wie komme ich jetzt eigentlich zu meinem Schiff? Ich will noch mal gucken, ob ich das ablegen kann oder nicht. Verzeih. Spitzenpredator. So. Wieso kann ich keine Schnellreise machen? Was soll das? Die Mission machen wir, glaube ich, nochmal eben. Und dann mal gucken. Also ich kann mich auch anschleichen, aber ich glaube, ich schieße die lieber ab, oder? Weiß ich nicht genau. Spitzen. Predatoren da rumarschen, das wäre nicht so gut. So, dann werde ich erstmal gucken, ob ich hier irgendwie die Ressourcen dafür reinhauen kann. Ein Schiff, ich weiß es nämlich nicht. Ich habe immer noch meinen Frosch im Hals, das nervt ein bisschen. So, jetzt müssen wir gucken, was hier ist, wo ich hier was ablegen kann. Hier kann ich, glaube ich, gar nichts ablegen, oder? Ah, okay. Inventar, da kann ich es ablegen, okay. Brauche ich wieder Platz ein bisschen. Kann nicht gelagert werden, okay. Kann nicht gelagert werden? Wieso nicht? Hä? Ich kann nur eine Rüstung lagern da, oder was? Witzlos, oder? Warum kann ich da nichts lagern? Habe ich noch mehr Lagerstätten hier irgendwo? Da ist auch noch was, okay. Ah, hier, okay. Da habe ich wohl irgendwie das falsche eben erwischt, anscheinend. Aha. Guck mal, da ist das Ding. So sieht das nämlich aus. So habe ich auch hier ein bisschen mehr Platz. Aha, ach, da waren Minipacks drin. Moment. Bin ich gerade so ein bisschen aufgeregt. Oh ja. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Traumpack, Minipack. Das ist doch egal, oder? Boah. Nein. Komm, weggehen. So, dann wollen wir mal gleich mal losfliegen hier. Mit meinem super Schiff hier. Kann ja auch so direkt schnell Reise machen. Kein Problem. So, Sprung. Bin mal gespannt, ob die auch anschließend markiert werden, die Predatoren. Die Mission machen wir noch fertig und dann machen wir jetzt Schluss. Wie gesagt, ich kann jetzt ganz eine UC-Mission machen. Mein Problem ist halt, ich würde auch ganz gerne noch eine andere Story machen. Aber ist die Frage, wie ich es machen kann oder wie ich da hinkomme, ist die Frage. Weil mir ein Frosch im Hals, der nicht weggeht, ist gut geschüttelt.
So, nochmal mal gucken hier. Habe ich den schon angemacht hier? Ja, ne? Ja. Ja, muss man da hinrennen. Kann ich scannen oder kann ich nicht scannen? Doch. Jetzt habe ich irgendein Harz genommen. Hä? Ja, immer schon die Fauna und Flora, Fauna scannen. Das ist wirklich was bringt, ist eine andere Frage. Gibt EP. Anschleichen will, man kann ja auch irgendwie was holen oder kaufen und machen mit unsichtbar. Kann ich noch irgendwie schleichen, irgendwie upgraden oder so? Nee. Sorry dafür, dass ich mich räuspern muss, aber irgendwie funktioniert gerade nicht. Tut mir leid, aber ansteigen kann ich nicht. Oh, nachladen kann ich auch nicht. Wow. Ja, ist ein bisschen doof, was ich hier mache, ich weiß, aber... auf dem Planeten hier. Ah, da ist noch eine Kiste, okay. Credits und Milch. Ja, geil. Ja, hätten sie auch sparen können, ey. Noch irgendwas? Ja. Dann noch kurz umgucken hier. Bisschen Muni. Naja. Dann gehen wir auch noch mal kurz rauf. Können wir von hier oben auch ihn schön abschießen hier. Bleib stehen, nicht rollen. So, bringen wir ihn zurück. Ja. Machen wir dann auch direkt. Kurz mal eben heilen. Moment. So, Schnellreise vom Feinsten. Ja, die kleinen Missionen gehen auch schnell von der Hand hier. Also, das ist ja mega easy und fix zu erledigen, ey. Aber wie gesagt, das ist halt nicht unbedingt das, was ich eigentlich spielen will. Ich will, wie gesagt, eigentlich andere Sachen spielen. Naja, vielleicht kriegt man hier auch irgendwann richtig krasse Missionen wieder. Ich kümmere mich sofort darum. Wenn du noch mehr sammeln willst, kannst du mit Dr. Walker reden. Oh, und deine Bezahlung. Hier. Danke, Captain. Ja, da haben wir was gekriegt. Mission abgeschlossen.
Ja, wie gesagt, wie ich dann zu den anderen Missionen komme, ist halt die große Frage. Das weiß ich halt nicht, ne? Also hier kann ich die anderen Sachen machen. Ich möchte aber auch gerne noch... Was ist das hier? Vielleicht mache ich das als nächstes nochmal. Ich habe einen Auftrag von Commander Tuada von der UC Vanguard erhalten. Ich soll mich auf der UC Vanguard melden und Commander... Weitere Einzelnen. Ja gut, vielleicht können wir das hier undercover nochmal machen. Das sehen wir dann. Aber wie gesagt, ich kann mich hier totschmeißen mit Missionen, wie gesagt. Das ist halt leider so. Und dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen bis hierhin, reingehauen und ja, spiel das mal selber. Wie gesagt, ist im Game Pass drin, das Spiel. Wenn ihr irgendwie abschließen könnt, Game Pass für 1 Euro, für ein paar Monate oder so, probiert es einfach aus. So sieht es nämlich aus. Danke fürs Zusehen nochmal, danke für den Support, reingehauen und tschüss.